Dies ist das Programmfenster des kostenlosen UPnP-Players von Heland Software. Wenn Sie das Programm auf Ihrem PC ausführen, so durchsucht es Ihr Netzwerk nach DLNA bzw. UPnP-Servern und listet alle Geräte hier in dieser Tabelle auf. In unserem Fall hat es 3 Dreambox-Geräte und 3 Technisat-Geräte gefunden und zusätzlich unser NAS 1. Um nun einen Film darauf aufzurufen, kann ich diese Einträge einfach mit einem Doppelklick öffnen und sehe meine Filme. Wenn ich hier den letzten Ordner öffne, erscheint in der rechten Tabelle auch mein ausgewählter Film und nun kann ich den Film anwählen und über den Play-File starten. Es öffnet sich hier der VLC Media Player und spielt den ausgewählten Film in Full HD bzw. in der Auflösung ab, wie er entsprechend vorliegt. Ich halte hier meine Aufnahme nun aber wieder an, um Ihnen weitere Möglichkeiten zu zeigen. Über das kleine i hier oben können Sie eine gesonderte Website von uns aufrufen, wo der Name des Titels automatisch vergeben wird und mit diesem Titel auch auf der Seite themoviedb.org gesucht wird. In unserem Fall hat er auch direkt den Film bereits gefunden und ich kann mit einem Doppelklick hier entsprechend dennoch weitere Informationen zu dieser Aufnahme aufrufen. Sollte wegen den Dateinamen, die von den Geräten übergeben werden, der Name nicht zu einer eindeutigen Suche führen, so können Sie natürlich jederzeit hier oben auch entsprechend die Suche ergänzen, indem Sie einfach jetzt hier den Namen verändern und auf den Doppelfall klicken. In unserem Fall sehen Sie auch hier, würde auch der andere Film gefunden. Sie haben hier die Möglichkeit, Favoriten anzulegen. In unserem Fall würde ich hier das Verzeichnis Video anwählen und bei den anderen Geräten entsprechend vorgehen. Das Verzeichnis Video, alle Videos, auch hier wähle ich einfach meinen Stern an und klappe dieses Verzeichnis auch wieder zu. Dasselbe auf der DM7080. Auch hier aktiviere diesen Stern. Hier noch eine Besonderheit. Die DM7080 schickt auch den Livestream in Ihr Netzwerk. Das bedeutet, wenn ich diesen aufmache, habe ich die Möglichkeit, meine TV-Favoriten aufzurufen. Auch hier habe ich alle Sender im Zugriff und könnte über das Netzwerk einen Livestream aufrufen. Ich wähle mir auch hier diesen Stern aus. Auf meinem Multivision ISIO genau das gleiche Vorgehen. Hier das Verzeichnis alle Videos und auf meinem Technicorder ISIO SDC hier genau das gleiche Vorgehen, auch unter Videos, zunächst meine eigenen TV-Aufnahmen und zusätzlich die TV-Liste. Bei der TV-Liste gibt es auch noch Besonderheiten. Sie sehen hier oben ein Suchfeld. Gebe ich jetzt RTL ein, bekomme ich alle Sender, wo der Name RTL vorkommt. Ich füge mir nun auch bei meinen anderen Geräten meine entsprechenden Aufnahmen hinzu. Auch hier habe ich einen Zugriff wieder auf meine Movies. Auch hier den Stern aktiviert. Und wenn ich nun die Sterne aufrufen, klicke ich einfach hier oben hin und habe direkt meine zuvor ausgewählten Verzeichnisse. Mit einem einfachen Klick schon bereits da, wo ich mich vorher mit viel Mühe erst durchklicken musste.